Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir sind auf Tag 7 und bald wird's bei uns einfach zu Ende gehen. Vorher schauen wir noch in das Haus hinein. Vielleicht können wir ja vorher nochmal sterben. Yay! Was jetzt? So, diesmal beobachte ich's. Nö. Nix. Gut. Egal. Dann gehen wir zum Haus. Wo gehen wir in den Keller hinein? Immerhin sind da Stufen. Da steht schon einer. Sehr gut. So, wenn ich dem jetzt Hallo sag. Dann ist er wahrscheinlich böse. So, er hier nimmt. Ui! Hat keiner gehört. Ja, aus dir mache ich einen Igel. Mit. Ich habe bei solchen Kellern immer die Befürchtung, dass genau hinter der Ecke einer steht. Also genau da. Ach so, da gibt es zwei. Na gut. Da ist eine Werkbank. Ja, Hammer. Ja, es macht schon Sinn, auch die Gebäude mal genau zu beobachten, anzusehen, zu looten und Sachen zu tun. So, von hinten kommt eh keiner. So, der röchelt ein letztes Mal. So, was haben wir da? Ach, super, Federn. Schade, 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 schade. Nein. Was ist denn das? Wenn ich da jetzt draufschlage, so, was kriege ich denn da? Was kriege ich denn da? Was wird denn das? Was wird denn das? Nix. Aber es dauert ewig. Das machen wir nicht. Würde mich ja echt interessieren, aber ich will jetzt nicht den ganzen Tag, aber... Naja, also gleich sind wir's. Denke ich mal. Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber jetzt. Und ja. Super. Eine leere Dose. Hammer. Oh, was da? Super. Die habe ich ganz gern. Ist das auch ein Questhaus? Eine Cheerleaderin! Au! Mädel! So. Was ist in der Waschmaschine? Stofffetzen! Ja, endlich wieder mein Cowboy-Hut! So, in der Waschmaschine ist da auch was Schönes. Oh! Cool. So. Ah, die saß auf diesem Pokal. Ja, es war wahrscheinlich eine gute Cheerleaderin. So, da geht's rauf. Oh. Oder da weiter. Haben wir überhaupt Steine mit, dass wir das... Nein, haben wir nicht. Wir können die Axt gar nicht reparieren.
Hallo? Gut, eine Krankenschwester ist zu Hause. Immerhin. So, da. Wer? Super. Okay, die Krankenschwester. Schauen wir mal. Ja. Auch ein an sich schönes Haus. Wow. Tod durch Leichnam. Da geht's noch weiter. So, du gehst rauf, ich geh runter. Alle sind tot. Das ist gut. So, Topfpflanze. Wahnsinn, brauche ich für zu Hause. Das sieht doch aus hier wie ein Versteck, oder? Also, es sieht so aus. Wahrscheinlich ist gar keins. Oh ja. Oh, ein Blutbeutel. Was haben wir da? Snake. Outdoor. Bürgerkrieg. Super Literatur. Geht schon. So, Kühlschrank. Sehr gut. Oh, Waschtisch. Ja, da. Ja, hier, der Herd. Ein Topf, ein Grillgitter hätte ich gern. So. Wow. Ich werde mich wieder zurückschleppen. Super. Wo ist denn der? Da, zwei. Sie stacken. Der Stuhlsammler schlägt wieder zu. So, also, rauf. Ach, da ist er. Ja, Entschuldigung, ich habe dich bei deinem großen Geschäft gestört. Ui, war es ein Riesengeschäft? So. Aggressiv genug wäre er ja. So. Ja, das versiffte Wasser. Bah! Bäh. So. Na, bäh. Mutti? Es ist Mutti. Nein! Mutti springt. Ui, ui, ui. So, aus dem Keller kann ich eigentlich keine. Oh, doch, da haben wir noch einen Raum frei. Irgendwo klopft einer. So, Mutti ist weg. Ja, aber du musst nicht die Decke. Ich komme zu dir. Pass auf, dann musst du nichts kaputt machen. So, da bin ich. Bist du sauer wegen Mami? Super, die Grünen, die kleinen Grünen. Hi. So, die Lampe kann ich leider nicht mitnehmen, die wäre echt schön. Ja, komm. Ja, du sollst nicht traurig sein wegen Mami. Wenn ich dahin, ohne dass ich runterfalle, super. So, Papier und Sachen. Okay. Ja, toll. Gut, dann gehe ich. So, im Keller war aber noch irgendwas. Aber ich gehe vorne raus. Ich kann ja wiederkommen. So, in die Richtung muss ich. Da ist Müll und so weiter. Aber jetzt ernsthaft, ich bin echt schon wirklich überladen. So, das heißt,
Rezombat geht nach Hause. Dü-dü-dü, na ich lauf wieder. Ah, Highspeed. 15.30 Uhr. Ja gut, naja. Er keucht wieder bei 50. Ja, aber ich habe echt viel geladen. Also ich bin wirklich überladen. Ich meine, ich trage alleine drei Sesseln bei mir. Den zu vernichten, würde mir echt leid tun, aber... Tja. Nö. So, 3 und 9 und der hat... Ja, wollen wir nicht. So. Kann ich natürlich jetzt pink machen. Ein pinker Hut. Das ist Betonmischung. Das habe ich da also bekommen. Gut. Die, 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 die. So, wir gehen dabei weiter. Wir gehen weiter. So. Ich würde da in dem Haus natürlich noch gerne weiter ein wenig randalieren und so. Aber dazu... Was ist denn das jetzt mit dem Wetter? Wieso? Aber dazu hätte ich gerne eine funktionierende Axt. Ich habe keine Steinchen mit. Tja. Somit kann ich die Axt nicht reparieren. Dieses Haus wird den Ansprüchen des siebten Tages nicht gerecht werden. Aber das ist halt so. So. Warum ich jetzt die Türen schon schließe, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, wir gehen da mal rauf. Super. Da habe ich jetzt offen lassen, da habe ich auch offen lassen. So, Aufbewahrungssachen. Wir haben ein Ei, das lassen wir, die Betonmischung, Eisen. Das da, das da, das da. Ja, das tun wir auch. Ja, wobei, das geben wir in die andere. So, dann haben wir das. Topfpflanzen und Stuhl, super. Papier, da haben wir dann noch das hier, das hier, das hier. Das kommt alles rüber. Da, da, da. Da, da, da. So, ja. So, das kommt rein. Die Flasche Wasser. So. Da. Jetzt haben wir schon 8 Töpfe. Yeah. Wir können einen Topfladen eröffnen. So, das benutzen. Super. So, dann stecken wir uns das noch ein. Naja, wobei. So, drückt man da drauf. Eine Farbe haben wir noch mit. Schmerzmittel, die werden wir brauchen. Wir werden enorme Schmerzen erleiden, habe ich so das Gefühl. So, Blutbeutel lassen wir auch da. 700 ist ganz gut. Ah, genau, das wollten wir noch machen. Holz hier. Das heißt, wir wollen gerne noch das reparieren. Wir wollen noch gerne das. Ich habe kein Eisen dabei. Egal. Ich nehme es. So. Und zwar das hier reparieren. So, dann machen wir uns ein neues Knochenmesser. Ich würde eigentlich schon dazu, aber das machen wir vielleicht, wenn wir es überleben. So. So. Ich habe da eine total coole Idee. Aber ich, ja, egal. Oh, wir werden das alles sehen. Wir werden das alles sehen. So, nein, die machen wir auch noch zu. Warum? Weil es geht. So. Nochmal zurück. Oh, 17 Uhr. Ein wenig Zeit ist noch. Ich werde so, aber so hart. Ach ja. So. Oh, da habe ich ja... Habe ich gar nicht geachtet drauf. So. Naja. Nehme ich jetzt noch Holz mit, nehme ich Steine mit? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. 17 Uhr. Der richtige Zeitpunkt, um ins Wüstenhaus einzubrechen. Du-du-du-du. So, da raschelt wieder irgendwo. Oh, Eisen. Ja, das wollte ich schon noch haben. So, oh, Eisen. So. Was ist das? Nix. So,
oben warmer. Ich glaube, da haben wir auch alles gemacht. Da war dann irgendwo ein Geierchen. Super. Schade. So, eine Pflanze. So. Da ist nichts Wichtiges drin. So. Die Kühlbox. Schauen wir mal. Hundefutter. Mein Liebstes. Uah. Also ist der Geier auch erledigt. Da hinten war nichts mehr, oder? Nee. Nee, nee, nee. Du. Was passiert denn eigentlich, wenn man das hier macht? Stofffetzen und Geld? So, Mama braucht das Päckchen eh nicht mehr. Eisen, aha. So, gut. Das haben wir alles ausgeräumt. Super. So. Den haben wir doch schon durchsucht, oder? Intrinsische Immunität. Hey, intrinsische Immunität. Cowboy Boots. Sehr cool. So. Und da? Nein! Ich hab den Loot zerstört. Ich hab den Loot zerstört. Ich hab den Loot zerstört. Ja, gut. So, gut. Kamin. Kästchen, ist da oben was? Ja, da oben ist ja noch was. So. Ja, super. So, und da oben verwittert es. Ja. So. So, dann gehen wir da noch runter. Was war das? So, denn da muss ich noch rein. Denn erst dann ist das Haus erledigt. Weiß ja niemand. So, Working Stiff, da muss ich natürlich reinschauen. Ja, weil die Kisten zu Hause, die zerlege ich ja jetzt erfolgreich schon seit vielen, vielen Folgen, nicht? Da muss ich aber reinschauen. So, oh, Schaufelschachtel. Eine Eisentür. Cool. Was ist das? Saatkartoffel. Da freue ich mich aber. Oh, Armbrustbolzen. So, ein Bürostuhl, super, bei für zu Hause. Dü. Alles zerstört. Nein, das haben wir schon gemacht. So, das da. Moment, wie sind die Stats? Ja, können wir trinken. Jo, benutzen. So. So, wir nehmen wieder das in die Hand. So, wir haben noch ein paar Minuten, aber viel mehr schon nicht. Und dann wird es losgehen. Also Minuten, Stunden, aber gefühlt Minuten. So, da, was könnte man noch? Und ein Ei essen? Ja, wir werden ein Ei jetzt essen. So. Es ist so still immer. Also, wenn nichts los ist, ist immer still. So. Dann nehmen wir ein bisschen Eisen mit. Super! So, hier ein paar Steinchen, damit wir auch das Werkzeug reparieren können. Stimmung wird gruselig. Aber das ist hier immer so. So. Und schon wieder habe ich dieses Gefühl, gleich ist was. Gleich ist was. So, super.
Da schon? Da nicht. Oh ja. So, dann schauen wir noch. Ein Steinchen. Super. Ja, das war schon leer, bevor ich reingeschaut habe. So, nach hinten. Oh mein Gott, ja, ich weiß, ich weiß. Ach, muss mich das so erschrecken? Ja, das muss es. So. Durchsuchen noch und dann laufen wir zurück. Ja, super. So, laufen ist gut. So schnell es halt geht. So. Tja. Wenn es mal wieder länger dauert. Ach, das ist so, wenn man überladen ist, so. Oh, ja, ich weiß, die Perks. Ja. So. Gleich geht's dann los. Und ich habe das Haus nicht ausgebaut. So. Jetzt haben wir auch ein paar Dinge noch gesammelt. So, und jetzt geht's dann los. Und ich bin schon so gespannt. Ja, ja, ja. So, das zu. Da laufen wir einfach nur durch. Da laufen wir auch durch. Ich bin sicher, die zerlegen wir die Hütte. Ja, dann müssen wir es nachher halt wieder aufbauen. So, wir legen den ganzen Loot ab. Wobei, aufbauen, vielleicht übersiedeln wir dann wirklich irgendwo, wo es schöner ist. Also richtig in eine gemäßigte Zone. So, wir hier hinein. Wir haben, ja, schön. Stuhl, da, da, da. Wir legen jetzt einfach einmal alles ab. Wir haben sowieso Schmerzmittel, behalten uns, das behalten uns. Das behalten uns. Ja, eh. So. Da den Stacheldraht behalten wir uns. Da die Pflanze. Das Essen können wir uns auch behalten. Hier, 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 hier. Alles ablegen, da brauchen wir alles nicht. So, das trübe Wasser, die Spikes. Und den Stacheldraht. Oh. Ah, bin ich erschrocken. So, aber anbringen werden wir diese Dinge, nämlich das nächste Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.